Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den April in 2021 für den Aszendenten Löwe. Ja, bevor wir loslegen, macht es natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall? Klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich einladen, besuche ab dem 4. April den Selbsterkenntnis-Ostermarkt. Die Seite vom Ostermarkt ist ab dem 4. April ja online zu sehen. Hier siehst du die Seite eingeblendet oder auch dazu findest du einen Link unterhalb dieses Videos. Gut, dann lass uns starten. Lass uns starten mit deinem Monatshoroskop. Ich beginne hier zunächst einmal mit den Planeten, die in diesem Monat sich bewegen, die Position auch verändern. Und danach sprechen wir über diejenigen, die den ganzen Monat in einem Haus, in einem Zeichen bleiben, was dann auch ein längeres Thema für dich sein wird. Und so starte ich gleich mit der Sonne. Die Sonne ist im April bis zum 20. April im Widder. Das ist ein gutes Zeichen für die Sonne. Sie ist dort stark. Sie steht im 9. Haus. Du kannst jetzt viele Inspirationen haben, wie du ein sinnerfülltes Leben leben kannst, wie du deinen Idealen und Werten folgen kannst, wie du vielleicht sogar beruflich mehr deine Bestimmung ausleben kannst. Oder auch außerhalb des Berufs kannst du Inspirationen haben, wozu du dich berufen fühlst. Das muss ja nicht immer der Beruf sein. Die Sonne und das 9. Haus stehen für den Vater, also auch der Vater kann jetzt eine wichtigere Rolle spielen für dich, der Umgang miteinander. Und generell kannst du es jetzt auch als sinnvoll erachten, dich mit deiner Karriere, dich mit deinem beruflichen Weg, dich mit deinem Status auseinanderzusetzen. Auch in dem Sinne, findest du dort Sinn, findest du dort Erfüllung, kannst du dort deine Ideale ausdrücken. Das 9. Haus steht auch für den Glauben. Also auch hier kannst du jetzt viel Energie investieren in Weisheitslehren, Philosophie oder in deinen Glauben. Das 9. Haus steht auch für die Ehe und die Sonne, da wo sie berührt, verlangt auch gewisse Opfer ab. Das bedeutet, dass du jetzt auch in der Ehe vielleicht zu gewissen Opfern bereit sein solltest. Dann am 20. April wechselt die Sonne in das 10. Haus. Im 10. Haus fühlt sie sich wohl. Das ist das beste Haus für die Sonne. Und so geht jetzt viel um deinen Beruf, um dein Ansehen, um deinen Status. Und hier kannst du jetzt auch mehr Führungsaufgaben übernehmen. Du kannst beruflich deinen Inspirationen folgen. Du kannst eine verantwortungsvollere Position übernehmen. Das sind so die Themen der Sonne. Macht, natürlich Macht, Status spielen somit eine wichtigere Rolle für dich im letzten Drittel im April. Die Venus ist die erste Hälfte im April im 9. Haus, die zweite Hälfte im April im 10. Haus. Die Venus ist der Planet der Liebe, der Partnerschaft, der Ehe. Das 9. Haus steht für die Ehe. Und so kannst du jetzt eine gute Zeit innerhalb deiner Ehe haben. Ihr könnt euch gegenseitig mit Respekt, Liebe und Achtung behandeln. Und ja, ineinander oder liebevoll miteinander umgehen und euch auch Gutes gönnen. Ja, die Venus möchte ja die Freuden dieser Welt genießen. Das bedeutet, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, gönne dir jetzt auch ruhig etwas Gutes, etwas, was euch Freude bereitet, was euch Spaß macht. Die Venus steht für die Hingabe. Du kannst dich jetzt auch religiösen Themen hingeben oder auch einer Philosophie. Lass dich da treiben von deiner Freude, da wo es dich hinzieht, damit setzt dich intensiver auseinander. In der zweiten Aprilhälfte ist die Venus dann im 10. Haus. Dort kannst du jetzt mehr Freude an deiner Arbeit haben, an deiner Tätigkeit.
Bist du schon in Rente, kannst du ja trotzdem noch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, etwas tun, was dir Freude bereitet, was du liebst. Die Sonne steht dort im Zeichen Stier, das ist ihr eigenes Zeichen, das macht sie stärker. Entschuldigung, ich meinte natürlich die Venus. Die Sonne steht da auch im Stier, aber die Venus im Zeichen Stier, das macht sie stärker. Und die Venus kann auch anzeigen, dass du jetzt einen besseren Zugang hast, in eine bessere Beziehung treten kannst, auch mit Autoritäten, mit Vorgesetzten, mit einem Chef. Wenn du ein Mann bist, dann kannst du Unterstützung erfahren, beruflich Unterstützung erfahren von deiner Partnerin. Vielleicht arbeitet ihr sogar zusammen. Vielleicht lernst du eine Partnerin bei der Arbeit kennen. Die Venus ist ja der Planet der Liebe und steht dann in der zweiten Aprilhälfte in Verbindung mit dem Beruf, in Verbindung, ja, mit dem Haus deiner Tätigkeit. Dann haben wir auch noch den Merkur am Wirken. Der Merkur berührt gleich drei verschiedene Häuser. Zum einen ist er die ersten 4 Tage noch im Zeichen Fische, damit im achten Haus. Das ist jetzt keine so gute Position. Das achte Haus ist das Haus der Schwäche. Keine Investitionen in dieser Zeit vornehmen, keine Spekulationen. Es können sich Schwächen zeigen mit Freunden. Ja, es können sich Schwächen bei Investitionen zeigen, die du schon getätigt hast. Den Merkur verwendest du am besten im achten Haus, indem du Informationen sammelst, wie du mehr innere Stabilität, mehr innere Stärke entwickeln kannst, indem du forschst, auch nach Hintergrundinformationen, nach der Wahrheit. Du willst hinter den Vorhang schauen. Dafür kannst du ihn gut einsetzen, um in diesen Bereichen zu forschen. Vom 5. bis 20. April ist er dann im 9. Haus. Hier kannst du jetzt in einer Ehe oder eheähnlichen festen Partnerschaft auch besser in Kommunikation miteinander treten. Ihr könnt auch Kurzreisen unternehmen, dafür steht der Merkur ja auch. Ihr könnt euch auch gegenseitig mit etwas beschäftigen, wo ihr ein Interesse habt, wo ihr einen Kurs besuchen wollt, Informationen sammeln wollt. Wenn du selbstständig bist, dann kannst du jetzt prüfen, okay, erfüllt dich deine Selbstständigkeit immer noch? Kannst du dadurch immer noch deine Werte und Ideale ausdrücken? Ist es deine Berufung? Bist du nicht selbstständig? Vielleicht überlegst du in dieser Zeit, ob das eine Option für dich ist. Dann haben wir den Merkur auch im 10. Haus und das ab dem 20. April. Jetzt geht es um Weiterbildung, um Information, um Kommunikation in Verbindung mit deinem Beruf, in Verbindung mit deiner Tätigkeit. Du kannst jetzt auch schauen, wie kann ich mich beruflich besser organisieren, besser planen, besser meine Tätigkeit managen, um hier effektiver zu sein. Oder es kommt auch tatsächlich eine Art Managementaufgabe auf dich zu. Und wenn du selbstständig bist, geht es jetzt darum, Marketing zu unternehmen, anzuleiten, dich zu zeigen, nach außen zu gehen, damit du auch gesehen wirst. Das 10. Haus ist die Öffentlichkeit. Da sollst du dich präsentieren und dich kundtun. Dann haben wir noch den Mars, der wechselt auch das Haus in diesem Monat. Er ist bis zum 24. April im Zeichen Zwillinge und somit im 11. Haus. Dort steht er zusammen mit dem Rahu und der Rahu intensiviert alles, was er berührt. Also intensiviert er die Eigenschaften vom Mars. Der Mars steht für deinen Willen, für deine Durchsetzungskraft. Und jetzt kannst du mit deinem Willen, wie du ihn ausdrückst, auch über das Ziel hinausschießen, weil Rahu hier so stark hier nochmal sogar das Feuer anschürt. Und wenn du das merkst und wenn du dann in Konflikte gerät, sei es jetzt mit Freunden, sei es in Gruppen, sei es in Foren, sei es mit Gleichgesinnten. Zum einen tritt da mehr auf die Bremse und diese Menschen sind nicht daran schuld, wenn du diesen starken Druck von Mars spürst. Versuche auf eine konstruktive Art und Weise mit den Menschen in diesen Bereichen in Kontakt zu gehen und tu den Mars lieber auf eine Art und Weise ausdrücken,
die gut ist, wie zum Beispiel Sport. Oder das 11. Haus steht für deine größten Ziele und Ambitionen. Fokussiere dich auf deine größten Ziele, das, was du noch erreichen willst in diesem Leben, was dir wirklich wichtig ist, und investiere dort die Energie hinein. Wenn du den Mars positiv beschäftigt hältst, macht er auch weniger Probleme. Ansonsten sucht er sich seine Situationen, in denen er dann ja kämpfen kann, sein Ärger ausdrücken kann, und gerade jetzt durch die Wirkung Rahus kommt das noch viel, viel stärker zum Tragen. Das 11. Haus steht für deine größten Ziele, der Mars steht für dein Zuhause und Immobilien, also wenn du große Dinge planst in Verbindung mit deinem Zuhause und mit Immobilien, ist das jetzt vielleicht die Zeit dafür. Trotzdem Vorsicht, der Rahu kann auch Illusionen anzeigen, dass du dir diesbezüglich etwas vormachst, dass die Dinge dann gar nicht so sind, oder dass du dir vielleicht zu viele Gewinne davon erhoffst. Rahu möchte ja auch weltliche Gewinne haben, die dann aber vielleicht nicht genauso kommen oder in der Höhe, wie du sie erwartest. Also Rahu steht auch für gewisse Illusion, einen gewissen Zwang, der hier auch deinen Blick etwas vernebeln kann. Hast du aber zum Beispiel einen guten Rahu in deinem Horoskop, was ich dir so jetzt nicht sagen kann, da müsste ich dein individuelles Horoskop deuten, dann kann er tatsächlich auch mit der Position im 11. Haus dir helfen, dass du dir äußere materielle Ziele, ja, erfüllst und die auch bekommst. Die letzte Woche ist der Mars dann im 12. Haus. Das 12. Haus ist keine gute Hausposition für ihn und das Zeichen Krebs auch nicht. Er ist dort sehr, sehr schwach. Das ist eine Zeit mit mehr Frust, mit mehr Ärger, mit mehr Enttäuschung. Und auch da ganz wichtig, nimm diesen Mars, der deine Energie anzeigt, und investiere sie in Spiritualität, investiere sie in Meditation oder zieh dich zurück. Wenn du merkst, es brodelt, zieh dich lieber zurück, zieh dich raus, und erst wenn du dich wieder beruhigt hast, gehst du in den Kontakt. Das 12. Haus steht eben für Rückzug. Der Mars steht für Immobilien und dein Zuhause. Das 12. Haus steht für Ausgaben, Kosten, Verluste. So kann es verstärkt zu Kosten kommen in Verbindung mit deinem Zuhause. Vielleicht wegen Reparaturen. Mars möchte ja auch reparieren. Oder anderweitige Kosten können auf dich zukommen in Verbindung mit Reparaturen oder mit Immobilien. Wenn du Immobilieninvestments vorhast, nicht unbedingt, wenn der Mars so schwach ist und im Haus der Verluste steht. Ja, und dann haben wir auch noch am 27. April den Vollmond im Zeichen Skorpion. Somit steht er im 4. Haus. Beim 4. Haus geht es letztlich um deine Gefühle. Zwischen dem 26. und 28. April kann deswegen etwas geschehen, was dich einfach glücklich macht, was dich zufrieden macht. Denn der Vollmond ist ein Geber und er gibt jetzt etwas in dem Bereich, was dich innen, ja, einfach gut fühlen lässt. Die Mondknoten, die sind den ganzen Monat über in dieser Position, wird dich auch noch eine Weile begleiten. Der Ketu ist im 5. Haus, im Schützen, der Rahu ist im Zwilling und im 11. Haus. Über den Rahu hast du schon etwas gehört. Mit dem Ketu im 5. Haus geht es letztlich darum, dass du jetzt auch Themen, die mit deinen Talenten, mit deinem kreativen Ausdruck, mit deinen schöpferischen Werken zu einem Abschluss bringst. Und du sollst dich damit sogar in der Öffentlichkeit zeigen, um Anerkennung für deine Werke, für deine Talente zu erhalten. Das ist dann der Rahu im 11. Haus. Beim 11. Haus geht es um die Anerkennung, die durch die Gesellschaft kommt. Das 11. Haus steht aber auch für deine größten Ziele und Vorhaben. Der Rahu steht für alles Fremdartige, Außergewöhnliche oder für das Ausland. Hast du große Ziele noch in Verbindung mit dem Ausland, dann ist das auch die Zeit, solange der Rahu im 11. Haus ist, um diese Ziele zu verwirklichen. Und zum Schluss schauen wir uns noch die beiden großen Lehrer an. Das ist der Saturn, das ist der Jupiter.
Sie stehen beide im siebten Haus. Das ist das Haus der Partnerschaft, das Haus der Beziehung, das Haus, wo es um die Selbstständigkeit geht, wo es um Reisen geht, wo es um das Leben im Ausland geht. Und der Saturn selber ist da sehr stark in diesem Haus, auch im Zeichen Wassermann. Gleichzeitig ist Saturn Saturn, das bedeutet, er blockiert auch in diesen Bereichen. Also du wirst hier jetzt auch mehr, ja, in diesen Bereichen nicht so vorwärts kommen, nicht so leicht vorwärts kommen. Was wird dir aber helfen, wenn du hart an diesen Bereichen arbeitest, fleißig bist und durchhältst? Das gilt zum Beispiel für eine Selbstständigkeit. Wenn du, ja, hart arbeitest, ein starker Saturn steht für harte Arbeit, für Pflichtbewusstsein. Wenn du weitermachst, selbst wenn es schwierig ist, dann wirst du hier weiterkommen. Und zum Thema Partnerschaft ist es so, da werden sich auch Herausforderungen, Hindernisse zeigen, die wollen überwunden werden. Es geht jetzt darum, das, was in deiner Beziehung als hinderlich erfahren wird, anzusehen und um in eine Lösung zu kommen. Nicht es zu verdrängen, sondern es anschauen. Denn wir haben auch den Jupiter hier am Wirken und der Jupiter steht ja für ein höheres Verständnis, für mehr Sinn. Die Dinge aus einer höheren Warte zu betrachten. Und so geht es darum, in deiner Partnerschaft das, was euch Leid verursacht, das, was euch blockiert, das, was euch hemmt, anzuschauen und in, ja, etwas Sinnvolles zu verwandeln, daraus zu lernen, euch weiter zu entwickeln. Das Thema Kinder kann diesbezüglich eine große Rolle spielen, denn der Jupiter steht ja auch für die Kinder. Also auch mehr leidvolle Erfahrungen mit Kindern, die sich auswirken auf die Partnerschaft, möchten auch gesehen und ja, am besten positiv gelöst werden. Wenn du eine Frau bist, dann ist es so, dass der Jupiter den Partner anzeigt. Bist du jetzt Single und der Jupiter wäre in diesem Haus, könnte man sagen, okay, vielleicht lernst du sogar jemanden kennen. Aber wenn die starke Bremse Saturn mit dabei ist, ist es entweder eher unwahrscheinlich oder wenn sogar jemand in dein Leben tritt jetzt, ist das Ganze schon mit gewissen Hürden und Hindernissen behaftet. Und wenn du schon in einer Beziehung bist, ganz klar, als Frau, gilt es auch hier, die Hürden, die du mit deinem Partner hast, die du mit deinem Mann hast, anzuschauen, zu beleuchten, ein höheres Verständnis dafür zu entwickeln und auf eine gute Art und Weise zu lösen. Wenn du selbstständig bist, Jupiter steht für die Finanzen, dann kann es für dich auch bedeuten, dass du wirklich hart arbeiten musst, damit du jetzt dein Geld verdienst und dass es auch finanziell vielleicht nicht mehr ganz so einfach geht, wie das vorher der Fall war. Das Gute ist, der Saturn ist stark, also durch harte Arbeit wirst du trotzdem dein Geld verdienen. Aber der Jupiter ist viel schwächer wie der Saturn, so dass das Ganze halt nicht mehr so erfüllend ist oder du es so aus einer Begeisterung heraus tust, sondern es ist jetzt auch mehr, ich sag mal, eine Pflicht, ja. Es ist Pflicht und Art harte Arbeit und weniger aus diesem Glücksgefühl heraus. Doch jede Zeit hat ihre eigene Qualität und wenn wir das verstehen und ein Stück weit annehmen, dann hilft es uns auch damit leichter umzugehen. Gut, damit möchte ich es jetzt erst einmal belassen. Ich möchte dich noch einmal einladen. Ab dem 4. April findest du den Selbsterkenntnis-Ostermarkt, dann ist er online. Besuche die Markt. Stände, du siehst hier die Webseite eingeblendet oder du findest auch unterhalb dieses Videos einen Link dazu, auf den du dann klicken kannst. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe, alles Gute, mach das Beste aus diesem Monat und vielleicht auf bald.